Wie weitreichend bekannt wurde, plane ich für die letzten Sendungen meines ersten Sendejahres ein erstes, großes, mehrere Sendungen übergreifendes Special. Dieses fungiert unter dem kurzen Arbeitstitel Erotik-Special. Dieses Special wird selbstverständlich gegen jeden öffentlichen Druck stattfinden. Dennoch muss ich leider einige Änderungen ankündigen. Meine Recherchen zu diesem Thema nahmen so weit Überhand, dass der einzige rote Faden nun die angekündigte wissenschaftliche Arbeit darstellen wird. Dabei komme ich noch nicht mal dazu, mein komplettes Arbeitsergebnis zu präsentieren. Diese wissenschaftliche Arbeit trägt nun den ersten möglichen Veröffentlichungstitel Die Untersuchung der Geschlechterrolle von Frau und Mann über verschiedene Geschichtsepochen, Kulturkreise und Religionsgemeinschaften hinweg. Unter verstärktem Einbezug der gemeinsamen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, der Paarbindung und des geistigen und körperlichen Austauschs. Unter dem Gesichtspunkt der medienwirksamen, unterhaltsamen und für alle Personengruppen verständlichen und interessanten Aufbereitung. Ob das der endgültige Titel bleibt, wird erst zur Veröffentlichung der Arbeit verraten. Natürlich wird sie weiterhin mit Liedern, literarischen Kurzgeschichten und weiteren Unterhaltungselementen ergänzt und unterhaltsam aufbereitet. Außerdem könnte es passieren, dass ich womöglich schon eine oder sogar zwei Sendungen früher mit der Präsentation dieser Arbeit beginnen werde. Die Arbeit bleibt die gleiche. Der erste möglicherweise offizielle Titel ist nun aber bereits veröffentlicht. Ich hoffe, dass trotzdem genügend Männer einschalten. Die Bombe erst mit der Präsentation der Arbeit platzen zu lassen, war mir leider in diesem Maße nicht mehr möglich.